Einfach mal, ja, weil wenn du Premium hast, kriegst du ja ein bisschen mehr Geld und Erfahrung. Und du hast ja einen Goldpanzer, wie ich das gerade mitbekommen habe, richtig? Ja, den Löwen. Ich hasse den Panzer, aber. Der Löwe Der ist Löwe super. ist einer der. Der Löwe ist super. Der ist einer der besten Goldpanzer und Goldfarmer, die es gibt. Richtig. Hatte noch Eine Sau. 190%. Also du solltest den jetzt einfach permanent fahren heute, also ausschließlich den Löwen. Ja. Und wenn du gute Runden machst, dann kannst du innerhalb von, ich sag mal, 1 bis 1,5 Stunden 1 Million erfahren. Ohne Probleme eigentlich. Okay. Komm her, kleines Objekt. Er wird jetzt Komm 24 zu Stunden Papa. durchgehen, jetzt halt. Ja, Halte ich, glaube ich, sowieso du nicht brauchst ja Geld, um andere Panzer zu kaufen zu können, ja. Und das kannst du mit dem Löwen echt super machen, weil du kannst mit dem richtig, richtig Kohle machen. Also auch wenn du Minusgeschäfte machst, hast du immer noch, also wenn du verlieren solltest und zerstört bist natürlich, machst du trotzdem noch Plus. Du Ja, solltest aber das nicht mit ist Gold so. schießen, denn dann solltest du mit ganz normalen Nein! AP, nimmst du irgendwie, weiß ich nicht, 80 Schuss kann er, glaube ich, mitnehmen, ne? Ja. Kann noch viel mehr, aber ich habe nur 24 Schuss dabei, weil ich kann es mir nicht leisten, den komplett aufzufüllen. Was? Und mehr als viel, also ich werde sowieso nicht so viel Schuss los. Was? Also ich habe es geschafft mit dem Löwen, ja, der da 80 Schuss Ja. 79 Schuss zu verballern. Und das hat echt gerockt eigentlich, das Spiel. Ich muss mal gucken, ob ich davon noch das Dings finde. Die Hast du Runde. alleine gegen alle anderen gespielt oder wie So lief das ab? ungefähr. So ungefähr. Ich alleine gegen alle. Also solltest du mindestens 40 Schuss mitnehmen, immer. Und davon den 40 Schuss vielleicht 10 HE. Und der Rest ist Ja, egal. Also HE ich hab. immer und den Rest AP oder Gold. Es ist so, ich habe mir gerade erst jetzt den Ansetzer gekauft, den Löwen. Also vor, was weiß ich, 5 Minuten. Davor hatte der nämlich immer 12 Sekunden nachgeladen, Ja, obwohl ich ich ihn hab schon den mal. auch. Ich lade nicht mal Ja. ein. Wie schimpfst du dich denn? Welchem, du bist im kleinen klar, ne? Dann müsstest du doch hier Ja. Addons, müsstest du dich doch Ah, dann aus. Adanos, sag ich doch. Möchtest du nicht einfach schnell mal einen Zug aufmachen, mich einladen? Das wäre auch am einfachsten, bevor ich hier anfange abzutippen. Warte, ich bin aber Warte. gerade im Gefecht gegangen, weil ich dachte, ich spiele Zehner und dann Ach meinte einer so. von euch, du musst jetzt ganz schnell den Löwen spielen und dann Wenn nicht ganz schnell, bin um ich vier. in. Wenn du so lange noch Premium hast, hast du halt das Glück, dass du mehr Geld kriegst, ja? Ja. Und mehr Erfahrung kriegst. Das ist einfach dein Vorteil jetzt. Und den solltest du einfach wirklich nutzen, indem du heute wirklich nur Löwe fährst. Das wirst du sehen. Ja? Oh, meine WN8-Wertung. Ja. Oh. Ich darf echt nicht mehr spielen, wenn Ferien sind. Was ist für ein 8? Und es sind keine Ferien. Es sind Ferien. Wo wohnt ihr? Zumindest Berlin. Berlin. Okay. Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Berlin, So Berlin. Ja, kommt ja. normal. Ah, so hier Kann nicht rein. sein, du kannst nicht die Niederlage auf dich sitzen lassen. Richtig. Ich bin ja auch Berliner, ne? Muss ich ja mal so nebenbei mal ansprechen. Bin geborener Berliner. Bis zu meinem Leben, siebten Lebensjahr, nee, doch siebten Lebensjahr in Berlin gewohnt, war. Und dann bin ich in das schöne Landkreis hier Niedersachsen gezogen. Nein. Also ich bin Nach ja nicht Hannover? fast. Hitzacker. Sagt mir nichts. Landkreis Lüdenscheid-Dannenberg, auch genannt unter Wendland. Sagt mir nichts. Das sagt ihr bestimmt was. Ah, Castortransport. ja! Und ich glaube, ich habe Mist gebaut. Warum? Also ich komme aus Hamburg. Ich habe einen Schuss zu wenig mit. So, dann schießen wir erstmal mit AP. Das ist ein Kollege für mich. So, also ich bin ja, wie gesagt, in wunderschönen Hamburg. Hamburg. Hamburg! 101 Kilometer von mir weg. Stalker. Weißt du was? Hier Ja. in Hamburg habe ich meine Personenschutzausbildung gemacht. Oh, du darfst Personen schützen? Mit Schusswaffe und allem drum und dran. Sag mal, wohin fährst du? Ich stelle mich erstmal ganz blöd mitten aufs Feld. Ach, du möchtest drüber schießen. Ja. Du machst Schießbuden. Hab da mal eine Frage. Ach, Fünfer, Wie schaffe ich es mit dem Löwen für 221 Schaden zu machen? Nein, nein, nein. Also, ja eben, aber der hat doch, warte, mal nachsehen, einen Grundschaden von 320.
Ja, aber A, hängt es damit zusammen, welche Munition du benutzt, B, wie weit bist du vom Gegner entfernt, C, AP. wo schießt du den Gegner hin, D, ist das eine Schwachstelle oder irgendwie was Besonderes? Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Bootsmann! Tschüss, So. 110. Hier kommt gleich Gold mit. Es war eine Haycat, ich glaube, das Teil ist im Allgemeinen eine große Schwachstelle. Haycat? Solltest du mit Ja. Bravo 1 gegen 1 Dicke gewinnen? Ja, ich hatte aber nur 221 Schaden gemacht. Und es war Ja. Unterwanne. Normal. Früher war die Haycat gut. Weiß nicht, ich spiele nur die Deutschen. Von dem Zug musst du ganz schnell runterkommen. Wieso? Ich fahre jetzt eigentlich Nur. auch fast nur noch Deutsche, quasi. Ja, aber als Anfänger nur die Deutschen, das ist. Da am Anfang gar nicht mal so verkehrt, eigentlich. Sich erstmal nur auf einen Baum zu fokussen. Such dir am besten, also ich habe aber. nimm dir am besten so zwei Bäume von Anfang, ja? Ja, habe ich. Ich habe sogar, Alter, also. wo ist Es denn ist so. unser Ruh? Ich habe. Geil, dass der Panzer dorthin kommt. Fast alle Sechser und Siebener der Deutschen. Also, bei den Sechsern fehlt mir nur, also ich habe noch nie in Arte gespielt. Das fehlt mir. Und die neuen Jagdpanzer. Sonst habe ich alle Sechser Deutschen. Bei dem Siebener habe ich den Tiger 1, Panther, Aufklärungspanzer und Jagdpanzer. Aber dann versuche ich mir jetzt wieder den Tiger 2 zu erspielen. Also ich finde ihn super, den Tiger 2. Das ist einer der Achter, den ich nicht verkauft habe. Ja, ich fand den auch super, aber zwischendurch hat die Kanone einfach irgendwie so wenig Schaden gemacht und weiß Ach, T34, du sollst doch nicht spicken, du sollst auch nicht luken, du sollst auch nicht spähen, denn sonst kommt ein Jagdpanther und Jagdtiger und macht dich kaputt. Jagdehrenhunde. Tut mir leid. Hat sich irgendwie gar nicht gereimt, das hatte ich jetzt gehofft. Hat dir niemals in der Schule jemand gesagt, du sollst nicht spicken? Nein. Okay. Ich wurde ja noch nie erwischt. Wir werden in der Stadt aufgeraucht. Oh, ich seh's. Wollen wir mal Druck, soll ich mal Druck machen auf meiner Seite? Ja, bitte. Verlasse ich mal meine Lieblingsposition. Nein! Nein! Es kann nicht wahr sein. Ich hab daneben geschossen. Ich glaube, du kannst dich schon mal wenden. Nein. Wende mich erst ab, wenn. Leopard würde mich auch noch mal interessieren. Leopard Jo. 1 oder ist mein Lieblingspanzer ganz Bird of Tanks? Ach Quatsch, hier der 10er. Ja, doch, Ja. Leopard 1, doch. Ja, ist mein Lieblingspanzer ganz Bird of Tanks, aber ich kann ihn. Es ist schwer auf ihn zu spielen. Also, ich gebe dir einen Tipp, so vom rein erfahrungsmäßigen Wert. Spiel drei Panzer, ja. Einmal deutschen, meinetwegen deutschen Heavy. Russischer Jagdpanzer und weiß nicht was, französische Kette verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Oder so. Kette verloren!
Es geht darum, ich mag Heavys nicht besonders. Bei Scouts habe ich immer, naja, bei Scouts ist es so, da habe ich immer wieder Lust, ja komm, noch eine lustige Fun-Runde, dann heiz ich da mal längs, auch wenn das Spiel schon verloren ist, versuche ein bisschen aufzuscouten und so. Und bei Heavys... Alter, ich komme mit einem Durchschlag beim von knapp 400 nicht beim T34 durch. Nicht durch den Turm, das schaffst du nicht. Ich hab den auf die obere Wanne geschossen. Auf jeden Fall, um auszureden. Bei Heavys ist es so, dann wähle ich mich nur wieder auf, warum er durchgekommen ist am Turm, ich war noch angewinkelt und warum ich dann abralle und dann habe ich keine Lust auf das Spiel und mach aus. Wenn du wirklich sagst, du willst nur scouten, ne? Oder so, dann solltest du wirklich die Franzosen fahren. Ja? Die haben schöne Scouts. Die Medium-Reihe. Schön schnell, machen Damage auch. Ab Tier 6 oder 7 machen die richtig Spaß, die Mediums. Oh, arme ich 12 Tonner, ich hasse das Teil. Ja, also ich hab das oder Teil, das ja, den auch komplett durch. Den AMX-Baum, das bis Badget. Und die machen wirklich richtig Spaß, wenn man jemanden hat, mit dem man zusammen wirken kann. Ich habe den AMX-12-Turner fast durch, aber ich habe ihn nicht mehr. Also mir fehlen nur so, wenn ich jetzt mit freier Erfahrung, dann kann ich mir den Nachfolger freischalten. Der dann irgendwie 3000. Was ist? AMX-75, ja. Der macht schon langsam Spaß, ja, aber der 1390 macht richtig Laune. Also ich habe den auch noch, den 1390. Und muss sagen, der macht richtig, richtig, richtig Spaß. Also mir zumindest. Captain America, yes, tippst du ihn ab? Lädst du ihn ein? Ja, ich weiß nicht. Dann musst du raus und einladen. Nee, du, guck mal. Du lädst, wir haben jetzt hier noch Zug, du tippst ein. Wir sind doch jetzt beide draußen. Dann kopier ich mir, bin auch draußen. Dann kopier mir mal das aus dem kleinen Chat. Bitte, den Namen. Einfach hier in den Kanal einfügen. Okay. Der steht doch im Teamspeak. Ja, da muss ich ja tippen und so ist es viel einfacher. Er kopiert. Kannst du aber auch aus dem Teamspeak, glaube ich, rauskopieren, oder? Nein. Oh, hast recht. Also so, schon, aber zack. So ist es für mich, weil ich ja auch ein bisschen faul bin. Dissniper. Steuerung C, Steuerung V und dann hat man das. Wie viel Schuss soll ich mir jetzt mitnehmen? Also ich hab so viel du kannst. Also ich habe wirklich, ich habe 40 AP, 40 Gold, aber ich werde das nochmal ändern, dass ich ein bisschen weniger AP mitnehme, dafür nochmal irgendwie 3 oder 4 HE lade. Ich nehme jetzt mal 70 AP mit und 10 hochexplosiv. Oder dumm. Hat mich jetzt wieder 50.000 gekostet. Ja, du musst alle immer zu sein. So viel Munition brauchst du doch gar nicht. Ja, aber eben, aber. Eben hatte ich doch noch ganz wenig drin und da. Egal. Ja, du brauchst es nicht, das hast du falsch verstanden. Wenn du, sag ich mal, 30 Schuss AP hast, ja? Ja. Sag ich mal, und 30 Gold und 10 HE, dann reicht das dicke. Ah. Was ist denn? Ja, da fehlt noch jemand bei bereit, ne? Ich bin das. Ich muss nur starten, dann geht's los. Ah. Ich hab mir irgendwas gestern mit dem Rücken getan. Ja, schon wieder zu lange gezockt, oder? Nein. Nein, gestern habe ich nicht gezockt. Obwohl doch, aber nur eine halbe Stunde. Ich finde, wir fahren Wasser. Ans Meer, ja, bin ich auch für. Die Tarnung gefällt mir nicht so, diese graue. Meine? Ja. Finde ich gut. Schön, glaube ich, umlackiere auf dieses gepunktete. Oder fahren wir links? Nee, Wasser. Ich mein's ganz hübsch. Ja, Wasser ist gut. Ans Meer. Da kann ich euch eine schöne Ecke zeigen, wo man euch nicht trifft, wenn ihr wollt. Ja. Habt ihr EZVM? Ich hab EZVM drauf, ja.
Ich habe das Was steht bei mir